Zum Glück ist Freitag. Ein ganz normaler Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Morgen Fabian. Guten Morgen Mario. Grosses Highlight diese Woche. Zum ersten Mal seit 15 Jahren geht der Nobelpreis wieder in die Schweiz, der für Chemie. Der Jacques Dubosché wird für die Entwicklung von einer neuen Mikroskopietechnik geehrt. Mit der kann man Details von Molekularteilen erkennen. So, das Lustige aber, der Jacques Dubosché, das ist wirklich ein Forscher durch und durch. Oder der hat in einem Interview gesagt, er hat schon als Dreijähriger mit Messer, Nadeln, Schnür und Zündhölzchen experimentiert. Ja, stopp, sorry. Ja. Aber hallo, ja, wie gesagt, ja, Messer, Nadeln, Schnier, Zündhölzchen. Ja, ich wollte ja nichts sagen, aber mit harten Drogen musst du aufpassen, oder? Ja, wie gesagt, ja, da würde ich gar nicht experimentieren. Ich meine, ich kiffe ja manchmal schon ein bisschen zu viel, oder? Aber ja, dann weisst du wenigstens, dass der rosarote Elefant auf Rollschuhen vor der Haustür auch wieder einmal weg ist, oder? Ich glaube, Baschi, der Jacques Dubosché hat da nicht unbedingt rosarote Elefanten gemeint. Ja, ich meine, nur Frage, aber was bekommt man eigentlich für so einen Nobelpreis? Oder meinst du, ist es mehr als für einen Grenzlamm? Roger Federer, das ist eine gute Frage. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an. Wobei, in allen Kategorien sind es genau 833'000 Euro. Aber er hat ja den Preis mit einem Amerikaner und einem Brit zusammen gewonnen. Das Dritte? Mhm. Ja, hallo, meine Zweite im Doppel ist schon scheiße, wenn ihr alles Preisgeld teilen müsst. Ich habe darum auch gerne mit dem Stan zusammengespielt, weil der ist nicht so gut im Rechnen. Wie ist das eigentlich, Roger Federer? Hat ihr als Bub nie irgendwann mal wollen Forscher werden? Ich meine, das Leben ist doch so voller Geheimnisse. Ja, das stimmt. Oder meine, etwas nicht bei dem schon ein bisschen Wunder. Oder meine, muss sagen, ehrlich gesagt, sehr sogar. Ja, was? Ja gut, mir ist ein Rätsel, dass ich Vater von 4 Kindern bin, obwohl ich ja fast nie daheim bin. Gut, also ich meine, 4 Kinder sind 2-mal Zwilling. Dass zweimal daheim sind, das mögt ihr eigentlich schiesst gerade rein. Ja, gilt jetzt kein Bau. Skype lassen wir noch gelten. Ich wollte nur eins sagen, Herr Doriani, verstehen Sie? Der Preis beweist doch, wie gescheit wir Schweizer sind. Also vertrauen wir weh unserem Hirn. Ja, ja, aber Politberater Christoph Mörgelins da nebenbei. Eben, ich habe gesagt, er hat den Preis mit 2 ausländischen Kollegen zusammen gewonnen. Ja, schauen Sie, der Ami und der Engländer haben doch nur abgeschrieben. Ausländer bescheissen immer. Das fängt in der Primarschule bei der Rechnungsprüfung an und hört auf dem Sozialamt bei den Gesetzeslücken auf. Würde mich nicht wundern, wenn es morgen heisst, Ihr Teil von der Arbeit sei von Wikipedia abgeladen oder auf Alibaba für 2 Dollar gepostet worden von chinesischen Billigforschern, Herr Doriani. Apropos Billig. IKEA will jetzt auch mit Billigpreisen Tierartikel ins Sortiment aufnehmen, also Katzenkistchen und Hundesofa. Nein, ja, ich finde das ökologisch gar nicht vertretbar. Was, grüner Nationalrat Bastian Schirro, was ist das Problem da? Ja, es gibt sowieso schon zu viele Leute in die IKEA, nur um die billigen 1 Franken Hotdog essen. Kein Fleisch wäre die Lösung gegen Klimawandel. Gar kein Fleisch. Jep. Das müsst ihr doch wissen. Nein, aber ich finde so einen Hotdog eigentlich noch gut. Was ist denn da nicht in Ordnung? Vielleicht weiss die Weltwoche da mehr, Chefredakteur. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben recherchiert, die Würstchen im Hotdog enthalten bis zu 2,37% echtes Fleisch. Ich finde Klimalüge ja schon schlimm genug, aber der Gipfel von allem ist doch die Hotdog-Lüge. Boom. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.